So, Freunde, es ist Anfang August, die Sonne ballert, es ist scheiße heiß und es ist Blattzeit. Deswegen bin ich auf dem Weg ins Revier und versuche mein Glück auf einen Bock. Und wenn ihr auch Bock habt, dann bleibt dabei. So, ich bin jetzt im Revier und ich denke, ich werde heute mal versuchen, im Wald zu jagen, weil im Wald ist es einfach viel angenehmer von der Temperatur her. Ich weiß, auf der Wiese ist das einfacher, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, mich bei dem Wetter in eine heiße, stickige Kanzel reinzuhocken. Ich denke, ich versuche es dann mal lieber im Wald. Ich kenne eine Stelle, da hat auch ein Bock geplatzt vor kurzem. Und da werde ich mal versuchen. So, Freunde, ich bin jetzt hier noch ein bisschen auf dem Waldweg bis zur Stelle, an der ich den Bock anblatten möchte. Jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, warum rennt der hier wie so ein gestörter Sniper oder was auch immer rum. Also zum einen finde ich es geil. Ich finde das einfach geil, diese Tarnklamotten. Zum anderen ist es auch im Wald durchaus effektiv und hilfreich. Ich hatte kurz in einer Jagdsituation zum Beispiel zufällig genau auf diesem Weg hier. Und rein zufällig wollte ich da auch genau zu dem Platz, wo ich jetzt hin will, wollte auch einen Bock schießen. Dann sind wir ungefähr da oben, ist eine kleine Rotte mit zwei führenden Barren und Frischlingen sind da rumgestromert. Und ich war auch genau in diesen Klamotten hier und ich konnte mich bis auf 15, 20 Meter ranpirschen und konnte dann auch eine Frischlingsbache zur Strecke bringen. Also von daher, diese Klamotten hier sehen nicht nur fancy aus, sondern haben auch einen Nutzen und Zweck. Ja, und ich würde sagen, ich pirsche jetzt noch ein bisschen und hole euch wieder dazu, wenn das passiert. Bis gleich. Freunde, ich habe jetzt meinen Spot hier eingenommen. Wie ihr gesehen habt, geht es vor mir schön weit runter. Das heißt also, Kugelfang ist gegeben. Jetzt warte ich noch ein paar Minuten. So, 5 bis 10 Minuten und dann fange ich mal an, ein bisschen zu platten. Und dann kommt hoffentlich der Bock aus der Richtung. Und schauen wir mal, was passiert.
das ging schnell. Das ging verdammt schnell, Leute. Ich saß hier keine 10 Minuten. Da kam er an. Ja gut, die sind jetzt voller Testosteron, ne? Ja, der ist noch ein Stück gegangen. Ich weiß nicht, ob es alles auf der GoPro drauf ist. Auf die Entfernung ist ja so ein Weitwinkelding nicht immer gut. Ja, der ist ja noch ein Stück gegangen. Ich dachte erst, ich hätte vorbeigeschossen. Aber dann ist er da hinten. Ich hab's noch im Glas gesehen, wie er verendet ist. Wow. Jagdfieber. Das ist der Wahnsinn. Aber das wäre auch unmenschlich, wenn man das eiskalt machen würde. Immer noch Ehrfurcht vor dem Tier. Gucken, dass man einen sauberen Schuss antragen kann. Und jetzt warte ich noch 5 Minuten, beruhige mich ein bisschen und dann gehen wir mal gucken. Hier, Freunde. Na, so sieht das aus. Wenn ein Bock platzt, ich weiß nicht, ob er hier auch so ein bisschen gefegt hat an dem Ast, aber hier hat er auf jeden Fall gescharrt. Ja, daran habe ich das erkannt, dass hier irgendwo ein Bock ist. Da liegt er. Sieht aus wie ein junger Kerl. Aber doch ein ganz guter Bock.
stand leicht spitz. Also erster Anschuss hinterm Blatt. Erster Anschuss knapp hinterm Blatt. Ja gut, der hätte noch ein bisschen weiter vorne sein können. Und hier auf der Höhe ist er auf der anderen Seite. Ist der Ausschuss also leicht spitz stand da, aber ja. Er musste nicht leiden. Das ist das Wichtigste. Ja, scheint aber echt noch ein Junger zu sein. 2 Jahre, hä? So, ich bin gletschnass, wie ihr seht. Ich habe mich jetzt kurzerhand dazu entschieden, den Bock hier an Ort und Stelle aufzubrechen, weil ist dann einfach ein gutes Stück leichter. Und ich habe noch ein bisschen zum Auto. Und naja, wenn man den Bock sich über die Schulter schmeißen will, dann sieht das dann so aus. Ne? Deswegen habe ich ihn jetzt mal aufgebrochen hier. Ist nicht ganz so komfortabel und hygienisch wie in der Wildkammer. Aber anders war das hier leider nicht zu bewerkstelligen. Ja. Jetzt fahre ich ihn erstmal nach Hause, versorge ihn dann noch zum Schluss hängen in die Kammer. Und dann, ja, geht ein schnelles, erfolgreiches Jagdabenteuer zu Ende. So, Freunde, ich bin jetzt im Auto. Der Bock liegt im Kofferraum und war trotzdem noch eine kleine Herausforderung, den zum Auto zu kriegen. Ja, ich denke, das nächste Mal nehme ich eine große Plastiktüte und einen Rucksack mit einem leichten. Und dann ist das Bergen noch ein Stückchen angenehmer. Ja, jetzt geht's ab nach Hause und dann in die Wildkammer. Bis gleich. So, Bock hängt jetzt hier in der Wildkammer. Gute 15 Kilo hat er. Ich schätze ihn so auf 2 Jahre, maximal 3. Ja, jetzt spritze ich ihn noch einmal schön aus. Kommt dann weiter in die Kühlung. Und dann wird er verarbeitet, der Gute. Ja, wenn euch so Videos gefallen, beziehungsweise wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Kommentar, was ich besser machen kann oder was cool war. Und ja, wenn ihr generell mehr Bock auf so Content habt, dann lasst gerne ein Abo da. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.